Gewundert hatte es mich schon, dass ich bei der Vorbereitung unseres Turns nichts Rechtes über Caleta gefunden habe. Wenn ich Segler danach fragte, hatten die entweder noch nie etwas von der Marina gehört, oder es kam der vielsagende Hinweis, dass der Hafen unruhig sei. Aber welcher Hafen ist nicht schon mal unruhig? Manchmal. Fünf Tage sind wir nun schon hier. Es stimmt, die Strömung im Hafen ist zeitweise extrem. Daher eignet sich dieser Ort nicht für einen längeren Stopp. Gut gefallen hat uns aber die Promenade und die Versorgungsmöglichkeit im nahegelegenen Supermarkt. Da das Wetter nicht so recht weiß, ob es gut oder schlecht werden soll, melden wir uns im Hafenbüro ab und verlassen Caleta mit dem Ziel Quinta Dolce. Der Wetterbericht sagt morgens wenig bis keinen Wind voraus. Erst am Nachmittag soll der Nordwind sich mit 15 Knoten zurückmelden. Okay, da müssen wir halt durch. Leichten Spray hin und wieder auf, obwohl hinter uns das Wetter nicht ganz gut aussieht, aber eben wie gesagt, es ist kein Wind. Und wenn, dann kommt der Wind so ein bisschen von vorne. Die See ist ganz, ganz minimal bewegt. Die Angel ist draußen. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch was fangen. Funchal. Momentan hier unsere 30 Knoten Wind. Und woher soll er kommen? Von vorne. Ja, auf der anderen Seite drüben sieht man den Flughafen von Madeira. Da steht gerade ein Flugzeug. Das ist das Flughafengebäude. Da ist die Landebahn auf diesen Stelzen. Und darunter sieht man auch Segelschiffe stehen. Wie ist der? Gut. Okay. Jetzt runter auf 22 Knoten. Sind wir ganz froh. 35 haben wir vorhin angezeigt bekommen in Spitzen. War nicht so witzig, aber ich denke, das war nur das Kap, was wir da gefahren haben, die Düse. In der Hoffnung, dass es jetzt etwas besser wird.
Quinta Dolorce. Die Marina, an der östlichen Landzunge von Madeira gelegen, befindet sich in einem zurzeit nicht bewirtschafteten Hotelkomplex. Die hübsche Hotelanlage steht seit einigen Jahren leer. Die Marina jedoch wird zum Glück weiter bewirtschaftet. Johanna im Büro und die Marinieros Orlando, Carlos und Bruno kümmern sich liebevoll um die Gäste. Man hat das Gefühl, dass es ihnen manchmal etwas peinlich ist, die Steganlage in einem solch schlechten Zustand zu haben. Aber, so sagen sie, es ist seit über 20 Jahren nichts investiert worden. Umso mehr freut es uns, dass Susanna ihren kleinen, supermarktähnlichen Weinladen hier betreibt. Sie versorgt die Segler mit Brötchen und einigen Lebensmitteln. Gerne nimmt sie auch eine Bestellung für den nächsten Tag auf. Zu beklagen. Dieser wunderbare Ruckdämpfer hat sich heute Nacht verabschiedet. Man sieht daran, dass hier enorme Kräfte auf die Leinen und auf die Puffer wirken. Es wird erzählt, dass bei einer Versteigerung ein portugiesischer Investor den Zuschlag bekommen hat und das Ressort bald wieder eröffnen will. Es wäre nämlich ein Jammer, wenn die an sich gute Bausubstanz weiter verfällt. Auf unserem ersten Spaziergang zur kleinen Kapelle oberhalb des Hafens finden wir am Wegesrand wilden Spinat, auch Neuseeländer-Spinat genannt. Das hier in Madeira vor einigen Jahrhunderten eingeschleppte Gemüse ist reich an Vitaminen und Mineralien. Wir verarbeiten unsere Ernte genauso wie normalen Spinat. Er fällt beim Kochen nicht so stark zusammen.
wie der bekannte Spinat, hat aber einen herrlich intensiven Geschmack. Er kann aber auch als Salat roh oder als leckeren Smoothie verarbeitet werden. Der Ausblick von hier oben ist herrlich. Wir erkennen Canisal mit seinem Hafen und dahinter erahnen wir im Dunst den Airport von Madeira. Die Osterhasen erinnern uns daran, wie schnell doch die Zeit vergeht. Unsere Freunde aus der Schweiz wollen zurück ins Mittelmeer und legen ab mit Zwischenziel Gibraltar. Liebe Bea, lieber Peter, alles Gute und fair winds. Ja, und für uns heißt es jetzt erst einmal, Madeira zu erkunden. Die Insel des ewigen Frühlings, die Insel der Blumen, die Insel der Wanderer. In der nächsten Episode nehmen wir euch gerne mit in die Berge, zu den Levadas oder nach Funchal. Und vergesst nicht, Wanderschuhe sind Pflicht. Bis dahin, bleibt gesund, schenkt uns einen Daumen hoch oder ein Abonnement. Wir freuen uns sehr, euch wieder mitnehmen zu dürfen. Eure Mola Molas.